Hi Leute, da sind wir wieder zurück zu Space Engineers, Folge 22. Und ja, wir haben ja letzte Folge schon gemerkt, wir tun uns sehr, sehr schwer ohne Uran. Wir haben hier oben schon richtig viele Solarpaneele raufgetackert. Aber unsere Energie nimmt weiterhin ab. Jetzt ist sie wieder ein bisschen gefüllt. Wir produzieren hier ganz, ganz fleißig, haufenweise. Ihr seht noch, 400 Stück werden da gebaut von diesen Solarteilen. Ich habe auch schon überlegt, ob wir die anders ausrichten. Aber das ist eigentlich egal, weil wenn wir sie nicht so bauen, dass sie mit einem Rotor der Sonne folgen, dann bringt das Ganze gar nichts. Ja, also bringt uns nicht weiter. Und daher müssen wir mal Sachen besorgen. Genau, das war jetzt so ein Gedankenstrich. Wir müssen Sachen besorgen. Wir brauchen nämlich noch für unsere Basis ein paar Sachen. Aber da gucke ich mal hier vorbei. Hopp, so. Und zwar Produktion hier. Wir haben da drüben unsere großen großen Hydrogentanks. Die gehen dann da nach oben und da raus. Okay. Hier ist der kleine Docking-Part. Wir müssten also hier zwischen irgendwo. Okay. Alles klar. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4. Okay, von denen welche? Also Produktion von den Sachen. Dann brauchen wir eins von diesen nicht Förderbandsortierern. Also, okay, ein Verbinder, der ist hier unten irgendwo. Da, ein Verbinder. Und wir brauchen diesen Kasten davon, der so aussieht. Förderband. Achso, das sieht irgendwie anders aus als früher. Förderband. So. Dann schmeißen wir das Ganze hier mal nach hinten. Ich wollte gerade sagen, fehlt uns Eisen. Wir gucken mal, was. Achso, kann man hier rüber machen. Was so in unserer Raffinerie liegt. Wir haben noch ein bisschen Eisen. Wir haben Kobalt. Und wir haben Magnesium. Okay. Das ist auch schon mal gut. Haben wir an unserer Maschine, haben wir oben einen Auswurf dran. An der anderen Maschine nicht, aber das ist auch gewollt, weil, ne? Die transportiert ja gar nichts. Wir haben gesagt, bei dem letzten Mal, die Beschleunigung könnten wir noch etwas erhöhen. Wir könnten also, ja, okay, wir könnten also da noch was ranbauen. Wir versuchen noch ein bisschen zu optimieren. So, wir nehmen hier erstmal die Solarpanel mit, weil ich glaube, wir können hier noch ein Solarteil fertig bauen. Perfekt. So. Haben wir noch eins mehr. Ich glaube, so langsam sollten wir jetzt ins Plus kommen. Jetzt übersteigt die Zufuhr schon die Abgabe. Und das, obwohl hier unsere Raffinerie läuft und das Teil auch. Ist also schon mal ganz gut. Wir schnappen uns jetzt hier die interne Panzerung und bauen hier drüben das, was ich geplant hatte, weiter. Dazu müssen wir das hier oben wegbasteln. Gucken wir mal, ja. So. Und dann brauchen wir Verbinder. Verbinder, so. 1, 2, 3, 4. Da drüber ist Schluss, richtig? Ja, okay. Dann geht das jetzt darüber. Und das geht dafür hoch. Genau, und hier oben kommt dann, den haben wir noch vergessen, der Verbinder rauf. Genau. So kann man das natürlich auch bauen. Und hier drüben habe ich ja dieses Teil da oben raufgesetzt. Ja. Komm, wir lassen das erstmal so. Es ist ja ganz schick geworden. Man kann ja auch aussteigen. Ja. Das da drüben soll ja nur eine Ladestation werden. Also hier kommt dann später das Schiff. Dockt da drauf an. Um. Ah, jetzt weiß ich, was ich bauen wollte. Hier wollte ich das so drüber bauen. Okay, dann bauen wir das doch ein bisschen um.
Hier war die Idee nämlich, das so zu bauen. Genau. Zack. Zack. Dann kann man hier nämlich weiter verbinden noch. So, der Rest sieht dann aber wieder so aus, wie es geplant war. 8. Zack. Wunderbar. Und dann kann man hier nämlich... Das ist aber auch alles schwierig hier oben. Naja, wir müssen irgendwo ja noch eine Stütze haben, die hier nicht so viel Sinn macht. Dann bauen wir sie halt hier hin. So sollte das passen. Sehr gut. So, hier fehlen uns dann auch wieder welche von denen. 13 Minuten ist das da drüben noch. Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Nehmen das mit. Und dann, wie sieht es hier drin aus bei der Produktion? Oh ja. Schnell ist anders. Der braucht noch ein bisschen. Aber wir können hier zumindest die Sachen fertig bauen. Wow, ist ja fast fertig geworden. Was produziert ihr denn hier drüben noch? Produziert immer noch weiter. Aber eigentlich brauchen wir doch gar nichts mehr. Dann lassen wir... Habe ich noch irgendwas in Auftrag gegeben? Hm, komisch. Sehr, sehr merkwürdig. Oder wir haben einfach zu viele von den Verbindern erzeugt. Oder habe ich noch was anderes gebaut? Eigentlich nicht. Wir haben 10 Stück gebaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Naja, gut, sind noch 4 übrig. So, Verbinder ist auch fertig. Leuchtet grün, passt also. Ups. So, dann können wir den Kram hier wieder reinpacken. Den nicht. Würden hier kurz mal auf Demontieren stellen. Dann nehme ich die nämlich raus. Und hier, das kann alles demontiert werden. Mehr habe ich aber nicht im Inventar. Packen hier ein bisschen was zurück. 1, 2, 3. So. Und während der hier dann weiter produziert... Ja, okay, tut er. Er soll noch 1, 2... Wir müssen unseren anderen Flieger, der soll noch ein bisschen besser bremsen und beschleunigen. Der braucht noch 2 von diesen Triebwerken. 1, 2. Quatsch. Haben wir auch ins Falsche reingepackt. 1, 2. So. Wunderbar. Achso, die können wir gleich mitnehmen. Das dauert ja nicht lange, oder? Nö. Ja, ist gleich fertig. Dann nehmen wir das noch mit, gehen hoch zu unserem Flieger und dann fliegen wir mal darüber zu dieser, zu dem unbekannten Signal. So. Einmal aufwärts. Und dann haben wir jetzt hier Atmosphären-Dingsbums. Okay, das sind die großen. Ups. Was mache ich denn hier? Springen. Ich will fliegen. Hoppala. Haben wir hier fast einmal das ganze Teil weggeschrubbt. Genau, und hier hinten... Auch. So, 9. Einer von denen. Und vorne kommt einer rauf. So. So, dann kann ich den hier dafür so ein bisschen, wir haben ja noch was übrig gerade. Mal das so ein bisschen abschirmen. Nee, das passt hier gar nicht so schön rauf. Machen wir es doch so. Wunderbar. Der Seite auch. Ja,
So. Ah ja, so geht's auch. So. Super. Dann rein in den Flieger. Wir müssen noch kurz die Triebwerke des Transporters anpassen. Das sind die hier. Achso, ja. Und zwar erstmal schalten wir sie alle an. Die sind an. Komisch. Das ist ja merkwürdig. Wieso sind die an? Gut, also. Triebwerke. Ne, Batterien. Hier sind aber die Triebwerke. Die sind an. Die anderen auch. Komisch. Okay, Triebwerke, Transporter. Irgendwo fehlen welche. Da. Müssten die beiden sein. Ja. Okay. Dann gucken wir mal. Wir hatten die Batterien anscheinend nicht an vom Transporter. Das heißt, die sind gar nicht geladen. Doch, die sind auch geladen. Naja, immerhin. Gut, also, die sind an, aufladen aus, einmal abheben. Und da drüben ist das unbekannte Signal. Ja, der beschleunigt auch ein bisschen schneller, das ist ganz schön. Wir machen mal den Trägheitsdämpfer aus. Dann müssen wir nur die Höhe ein bisschen halten. Ah, das funktioniert ganz gut und wir verbrauchen damit halt echt nicht viel, nicht so viel Kraftstoff, weil er nicht bremst, wenn wir vom Gas gehen. Ich weiß nicht, gibt es da schon eine Einstellung zu? Also vielleicht weiß das einer, dass man quasi die Trägheitsdämpfer nur nach unten schaltet. So dass er quasi die Höhe hält, aber beim Rest das besser funktioniert. Also nach vorne und hinten nicht dauernd, also wenn ich das Gas loslasse, nicht einfach... Also, um anders gesagt, die Geschwindigkeit hält. So, gucken wir mal bei dir vorbei. Okay, du hast nicht gerade viele interessante Sachen in dir, aber du hast, da oben ist der. Kriegen wir dich gedreht, ja. Stopp! Get a new special item, ja, ja, schon klar. Oh... Das ist ja toll. Okay, da lang müssen wir also. So. Yay, jetzt nehmen wir ein bisschen Uran mit. Na? Super. Einmal abgebaut. Ein bisschen Uran, wie gesagt, haben wir. Nicht viel, aber besser als nichts. Und dann fliegen wir einmal zurück. Können ja hier oben mal ein bisschen noch erkunden, wenn wir gerade hier sind. Gucken, was ist hier. Oh, da ist ein Stein. Stein immer gut zum Abbauen von Materialien. Was ist denn in dem Stein drinne? Kobalt. Fliegen wir mal ein bisschen näher ran. So. Und mal gucken. Stein, Kobalt haben wir auch schon. Aber wir markieren den mal. Stein, Kobalt. So, und dann machen wir die Sachen... Wir machen die mal aus. Das ist, was ich letztes Mal gesagt habe. Die werden halt ein bisschen nervig, wenn es viele werden. Aber wenn wir was suchen, dann... das lege ich mal um. Silizium. So. Ja, die nerven ein bisschen, weil wenn man durch die Gegend guckt. Wir haben hier nur die Station jetzt drin. Und später vielleicht noch andere Außenposten, die wir bauen werden. Und wenn wir was brauchen von denen, dann gehen wir darauf und klicken es an. Und dann finden wir es auch. So, dann gucken wir mal hier. Hier ist ja auch irgendwas anscheinend noch im Boden. Kobalt ist da. Komisch, ist irgendwie unser Erdsensor komisch eingestellt? Nö, auf maximal. Ist hier nichts im Boden? Doch, Uranium.
Oh, ganz schön tief auch. Hier. Das ist immer komisch. Ups. Da. Okay. Dann wir markieren das mal lieber. Uran gibt es ja nicht so viel. Wir brauchen, wollten ja eigentlich ohne Uran, Uran auskommen. Rohstoff, Uran. Ups. Schreibt man ja eher groß. Aber lieber einmal mehr markiert, als dass wir am Ende uns tot suchen. So, dann fliegen wir mal weiter. Hier den Gipfel hoch. Ups, ein bisschen. So. Gucken wir uns mal um, ob hier noch irgendwelche Sachen sind. Oh, da hinten ist ein See. Das ist aber auch eine schöne Gegend hier. Da hat man oben so einen Berg. Ja, das gefällt mir auch. Was ist das? Ein Strauch? Hier gibt es mal wieder einen Stein. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Stein mit Silizium. Das ist auch nicht schlecht. So, gehen wir mal runter. Und den merken wir uns auf jeden Fall. Neue Position. Stein Silizium. Da haben wir nämlich noch keinen. Wir könnten natürlich auch noch weiterhin Steine mit Eisen gebrauchen, das ist auch klar. Hier oben wird es auch dunkel. Das heißt, hier müssen irgendwo auch Rohstoffe drin sein. Könnte sein, dass hier auch Silikon drin ist und Nickel. Gucken wir mal kurz auf unsere Anzeige. Nickel haben wir auch schon gefunden. Na gut, aber so 2, 3 kann man davon ja immer mal haben. Machen wir hier mal neue Position, Rohstoff, Nickel. Genau, wir haben 2 Siliziumvorkommen, 2 Uranvorkommen, 1 Eisenvorkommen. Andere Sachen gibt es hier anscheinend nicht. Was gibt es denn eigentlich noch? Gerade nicht alle Rohstoffe im Kopf, die es quasi geben könnte. Wo ist unsere Basis? Da drüben, okay. Das heißt, wir erkunden mal hier dieses Rohstoffgebiet. Gucken, Silber. Wo ist denn das Silber? Hier irgendwo drinne, okay. Also Silber habe ich bis jetzt noch nicht markiert, wenn ich das richtig sehe. Dann machen wir das doch mal. Rohstoff, Silber. Okay. Wir müssen ja, bevor wir mit unserem Riesenbohrer dann losziehen, auch erstmal schauen, wo wir die Sachen finden, weil irgendwo, wir müssen ja irgendwo hinfliegen. So, düsen wir mal hier rüber. Hier sehe ich jetzt nicht so viel spektakuläre Sachen. Dann machen wir uns von hier mal auf den Weg zurück zur Station. Hier unten. Einziger Nachteil ist, wenn man die auf dem HUD ausschaltet, man weiß nicht mehr, welche man schon markiert hat. Kann also durchaus sein, dass man Sachen doppelt markiert. Magnesium, Uranium. Gucken wir mal kurz. Magnesium habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Dann gehen wir hier mal lieber runter und markieren hier auf jeden Fall nochmal die Stelle mit Rohstoff Magnesium. So. Uran gibt es hier auf jeden Fall auch. Oh, das ist doch schon mal gut. Da ist die Station. Dann fliegen wir mal schön in die Richtung zurück. Hier gibt es jetzt auch nicht so viel spektakuläre Sachen. Na dann. Ist da ein Stein? Ne, das ist nur so ein... das ist nur so ein Teil. Okay. So, und dann hier oben auf dem Berg. Was ist eigentlich hier neben uns? Bremsen, bremsen, bremsen. So. Kann man natürlich auch bremsen. Was ist eigentlich direkt vor unserer Haustür? Haben wir das schon mal geguckt?
Kobalt. Aber hier ist auch noch mal Silber. Dann markieren wir das doch hier noch mal. Wenn wir schon davor stehen. Rohstoff. Rohstoff. Rohstoff Silber. Wunderbar. Dann haben wir jetzt von den meisten. Die meisten Sachen haben wir auf jeden Fall erstmal irgendwo entdeckt. Wenn auch nicht gerade immer in idealer Position zum Abbauen. Aber so ist es halt. So, dann docken wir uns hier oben mal an. So, gucken wir mal. So. Oh, hier sitzen wir auf jeden Fall drüber. So, ein Stück nach hinten. Na, so. Einmal festdocken. Triebwerke aus. Und die Batterien laden. Wobei die Batterien brauchen nicht mal geladen werden. Das reicht noch so. Ups. Huiuiui. Gut. Dann schauen wir mal bei ihm hier vorbei und gucken mal, ob und was unsere Batterien in der Station allgemein sagen. Okay, die werden gerade ganz richtig gut geladen. Okay. Das heißt, wir gucken mal, wie weit der hier unten ist. Oh, doch, relativ weit schon. Schmeißen hier auf jeden Fall die Sachen rein. Schnappen uns so viel Solarzellen wie möglich. Hier kommt ein bisschen Uranium rein. Das soll er gleich verbrauchen. Ist okay. Und dann bauen wir hier mal schnell unsere Solarzellen fertig. Umso schneller wir die fertig bauen, umso mehr Energie erzeugen wir quasi direkt. Die Sonne steht auch ganz gut. Ja, dann holen wir von unten noch ein paar. Ein paar waren noch fertig. Aber sind auch noch ziemlich viele am. Boah, 125 werden noch gebaut. Das war interessant. So, und jetzt gucken wir mal. Derzeitige Zufuhr. Wirklich? Sollte, kann das stimmen? 2,07 Megawatt? Das kann doch nicht sein. Das wird doch von dem da oben reingetragen, oder? Wir stellen den mal lieber auf Aufladen. So. Aber wir erzeugen doch nicht 2,7 Megawatt. Achso. Ah, ich verstehe. Der Generator ist gerade an. Na gut, okay. Dadurch, dass der jetzt oben aber auflädt, sollte sich das dann ein bisschen ausgleichen. Der ist aber gleich leer hier, der Reaktor, ne? Ja. Schade, schade. So, wir nehmen die mit. Dann, ja, jetzt ist er schon wieder aus. Können wir hier oben nämlich noch ein paar Solarzellen fertigstellen. So. Dann bleiben nämlich nur noch die beiden übrig. Und jetzt sollten wir doch so langsam. Okay, Abgabe ist noch, weil der oben lädt anscheinend. Transporter? Wo ist denn der Transporter? Transporter. Nee. Batterien doch. Hier. Derzeitige Zufuhr. Okay, der ist in einer Minute aber eh aufgeladen. Die sind relativ leer. Ah. Tja, das ist natürlich. Schön ist es nicht, ne? Gut. Falls. Okay, die 1, 2, 3, 4. Da sind jeweils 6 dran. Das heißt 1, 2, 3. Wenn wir noch Solarzellen ranbauen wollen würden, bräuchten wir 4, richtig? Ja. Okay. Wir werden aber erstmal das auf Demontieren stellen. Dann gucken wir hier. Wir bereiten das schon mal vor. 1, 2, 3, 4. So. Ist vorbereitet. Kann demontiert werden. Dafür schmeißen wir die da rein. Okay. Jetzt,
Jetzt sehen wir mal. Immer noch nicht? Was machen wir denn falsch hier? Quatsch, nee, Batterien. Batterien. Okay, das sind die Batterien von dem Transporter. Okay. Zufuhr. Nee. Die sind doch... Okay, die sind jetzt voll. Jetzt sind sie voll. Okay, und jetzt sieht man auch... Okay, also derzeit ist es so, die Sonne ist schon relativ hoch. Wir erzeugen fast 500 Kilowatt. Und Abgabe sind nur 50 Kilowatt. Das ist gut. Allerdings braucht es 5 Stunden, damit es aufgeladen wird. Ein Tag hat 2 Stunden, nachts... ja, okay, also es ist noch nicht perfekt, aber... Wir haben... auf jeden Fall erstmal Strom. Und der ist auch gar nicht so mies. Wir würden jetzt hier... uns mal in den reinsetzen und den laden. So. Das ist er nämlich an. Und gucken natürlich dazu auf unsere Batterien in der Station, die jetzt relativ schnell entladen. Boah, in 7 Minuten. Nee, ach Quatsch, das sind ja gar nicht die. Mann, ich bin blöd. Die sind es, genau. Oh, die sind aber auch in 3 Minuten leer. Weil wir ziehen hier 6 Megawatt raus. Eieiei. In diese Batterien nämlich. Und die sind erst in 7 Minuten voll. Das heißt... Okay, die hat jetzt keine Energie. Die hat noch ein bisschen Energie drin. Okay, müssen halt auch ein bisschen... Okay, die hat dafür noch mehr. Die sind also auch unterschiedlich geladen. Ja, jetzt erzeugen wir derzeit schon 600 kW. Okay, und die ist erst in 12 Minuten leer, die Batterie. Während die hier unten in 6 Minuten voll sind. Das heißt, es könnte sogar funktionieren, dass wir das noch aufladen, richtig. Nichtsdestotrotz ist das schon sehr, sehr knapp. Wir werden also... Ah, hier sind noch ein paar Solarzellen fertig. Hier auf jeden Fall nochmal den nachbasteln. So. Wieder eine Solarzelle fertig. Die uns Strom liefert. Okay, sieht man jetzt hier... Ja, aber das ist schon knapp. Also, wir speichern mal. Aber es sollte funktionieren, dass der aufgeladen wird, ohne dass hier die Batterien total leer sind. Wir hoffen das Beste. Okay, schnappen uns hier nochmal ein bisschen von dem. So. Hier die Batterie ist ganz leer. Ah, die ist quasi ganz leer, genau. Die ist gleich leer. Oh Gott. Mir ist das zu heikel. Schnell zurück, bevor es abstürzt. So. Kontrollfeld. Batterienstation. Dann gucken wir mal. Okay, die hat noch Power. Die sind aber noch lange nicht voll. Also die sind, naja, also was heißt hier? Ah. Okay. Wir probieren das mal aus. Oder warten etwas oder so. Müsst ihr mir aber jetzt nicht bald zugucken. Ich beobachte jetzt ein bisschen Energie. Das ist vielleicht ein bisschen sehr langweilig. Ich beende die Folge fürs Erste. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und können dann hoffentlich diesen neuen Bohrer richtig testen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann geht's wieder mit neuer Energie weiter. Macht's gut. Ciao.